wieder Wochenende. Wie ihr seht, ich bin wieder am selben Platz wie letztes Mal. Es ist eine Woche ins Land gezogen. Selber Aufbau, da muss ich gar nicht mal zu sagen, weil der Aufbau ist mir derselbe. Schön wäre es, wenn man sich jedes Mal ein neues Zelt leisten könnte oder neue Angeln, aber leider. Ja, alte Problem. So wie letztes Mal. Wieder eine Angel draußen mit Boilie. Das war nicht so viel gebracht, aber mal kicken, was es diesmal bringt. Und ja, bin mal gespannt, wie das Wochenende wird. Es ist ein kurzes. Aber einmal muss ich noch rausfahren, weil es war letztes Mal gut gewesen. Das werde ich jetzt nochmal probieren, eine Woche später, was hier los ist. Gucken wir mal, was passiert. Ich bin da guten Dinge. Von der Taten dran. Auch hier mal wieder. Ich werde jetzt auch nichts verändern an meiner Taktik. Ich habe wieder Tiernuss dran, Maiskörnchen, Roman, Futterzeug. Das ist immer noch dasselbe. Da kommt man angeladen, habe eine Tüte nachgekauft. Ja. Eventuell werde ich nochmal nachladen. Mal gucken. Vielleicht mal ein paar Reste, wie es vom letzten Mal. Jetzt ist es fast leer. Da werde ich vielleicht mal eine Tüte anfangen. Dazu später. Mal gucken, wo ich komme. Daumen drücken, dass das erfolgreich wird und dann nicht nur passen, sondern auch noch was anderes fange. Das muss mich überraschen. Ja, ist ja dafür bei. Und nachts, wie gesagt, wenn was sein sollte, werde ich das nicht großartig filmen. Weil ich habe leider keine Lampen, wo man es wunderbar sieht hier bei Dunkelheit. Ist ja ungünstig. Daher werde ich am nächsten Morgen Bescheid sagen, ja, das und das hat gebissen. Wenn es im Karpfen wird und ich den da einen Behälter und irgendwo hingetan habe, könnt ihr euch mal vorführen, wie der aussah. Ja, sofort zum dem Thema. Ich werde noch ein bisschen was machen hier, was vorbereiten. Dann sagen wir mal, sehen wir uns eventuell später wieder beim Fisch. Bis dahin. So, die zweite Nacht jetzt. Ja, ist es schon wieder abends, spät. Das heißt spät, 21 Uhr. Was soll ich sagen? Die Fische sind aktiv. Man, so die gehen ran, zupfen dran, das war immer Alarm. Aber noch nicht das Richtige, wo sie dann zubeißen und dann das Ding, den Haken schlucken. Das ist mal so kurz davor. Schon ein paar Mal reingeholt, aber da immer zu spät gezogen. Da hat das ein bisschen Ausdauer, dass er dann mal richtig schluckt, den Köder, weil es halt doch ziemlich groß ist. Böde ist wie gehabt, nix. Ja, man könnte jetzt zwar umstellen jetzt, aber ich habe jetzt keine Lust, wenn ich was Kleines ranmache, da steckt man hier nachts auf wegen so einer kleinen Rotfeder oder Rotauge, ja.
will gar nicht, ich will große Fische haben. Und daher, man braucht Geduld und die Muße. Aber wie gesagt, beißtechnisch geht es, bin zufrieden. Mal gucken, was noch kommt. Ich gehe jetzt ins Bett, nachts vielleicht nicht zuschalten, aber das ist ein anderes Thema. Morgen früh werde ich euch mal berichten, wie es war. Bis dahin. Gut nicht, ne? Erste Nacht. Das heißt Nacht. Kann schon die Dämmerung. So, dass wir mal Bettreif machen und nachts mal aufspringen, dann, wenn man es los sein sollte. Auch hier, wie eckig davor die Woche, wo ich hier war. Beißtechnisch geht was gut her. Was wird immer der letzte Instanz? Das heißt, die nehmen den Köder und dann aber nicht richtig, sondern knapper nur dran. Weil ich einen harten Mais dran habe und nicht so einen weichen Dosenmais. Weil bei weichen Dosenmais würden sie das Ding abfressen und ich würde jede paar Minuten hier einen neuen Mais reinmachen. Deswegen, ich habe einen hart dran, süßen, eingelegten Mais. Da sind sie guten Schaf drauf. Kurz Ausdauer, das erwarte ich noch. Aber ich würde dann langsam ins Bett gehen. Auch hier, letztes Mal auch. Ich habe immer noch keine richtigen Lampen hier, dass ich nachts alles erleuchten kann, deswegen werde ich da nicht zuschalten. Deswegen hoffe ich mal, dass am Tag auch die Post abgeht. Aber wir schauen mal. Weil morgen ist dann mein letzter Tag und dann ist auch schon wieder Heimreise angesagt. Naja. Lass euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Mal gucken, was passiert, was hier abgeht. Wir schauen mal. Bis später. Hinter Nacht war gar nichts, aber jetzt hat ich mal früh was gebissen. Eine schöne Brasse. Da habe ich das Wasser, hier sind 35. Schön, läuft wieder. Die Nacht war ruhig, leider, aber wie gesagt, jetzt geht es wieder los. Aufgestellt, weil früh ist aufgewacht hier der Alarm, dass wir konnten nicht so schnell die Kamera aus dem Zelt holen. Aber jetzt haben wir endlich mal Fischen Mainz. 37, deswegen guckt er hoch wieder ins Wasser. Schön. Da freut man sich ja, dass alles funktioniert. Da kann man immer noch sagen, alles richtig gemacht. Naja. So, es wird Kaffee aufgesetzt. Hey, Kaffeedos. Ich werde da wieder zuschalten. Bis gleich.
Oder so geht's auch. Ach, bleib ruhig. Das ist aber gehabt. Perfekt. So ist wohl auch zu cool, ne? Etwas größer. 46. Perfekt. Läuft. Nur wir bestücken und weitermachen. Nicht so schnell reagieren, weil meine Kamera war da hinten, ist auch hier die Angel, etwas für Position habe. Aber er war voll frech. Mal wieder eine Prasse. Sehr kampfstark, ihr seht. 47 cm. Tolles Teil. So, weiter geht's. Organischer Wind. Fisch, den ich gerade rausgeholt habe. Den 47er. Futterkörbchen. Und hier unten habe ich einfach nur einen roten Krebsboilie dran. Und einen kleinen gelben Pop-up. Wie man sieht, funktioniert. Die beißen noch auf Tigernuss mit Vanillegeschmack. Beißen die hier. Ist ja gut. Ja, weiter geht's. Schade. Zu früh angezogen. Ah, Mann ey. Beinahe. Ich will wieder bestücken, wieder raus. Das ist ein schönes Ding.
Kappe da. Ah, schön. Ist doch noch Lehm im Wasser. Ich hoffe nicht, dass es der letzte war. Zentimeter zu klein. Weiter geht's. Gar nichts, das ist zweimal hintereinander. Boah. Komm, rausgeworfen und wieder Volltreffer.
45. Ja, mal so machen. Der nächste. Sehr aktiv. Mal an diesen Plätzen schleien. Ne, schleien nicht. Was heißt denn? Plätzen? Plätze? Ich gehe ja voll durch. Trassen? Das ist so Schleim. Aber naja, ist halt Fisch. Es ist wieder Abendstunde, wie man sieht. Jetzt läuft es wieder. Den ganzen Tag hat gar nichts. Das heißt gar nichts. Ein bisschen hatte ich zwar gehabt, aber abends hier. Wieder los. Das sind zwei Fische hintereinander und dann auf einmal stundenlang gar nichts. Okay, ich würde sagen, klassisch bestücken, wieder rein. Aber was ich noch sagen wollte, weil heute gar nichts ging, habe ich mir mein gerade umgeändert. Ich habe immer noch mein ein Pop-up gelb, ein Maiskorn und hier halt ein Dampel. Das heißt, das ist so ein Zitronen-Biskuit. Daneben. Wie so oft, aber egal. Ich muss das mal nachkicken, weil die haben dort mal Alarmschlange hat, so piep, piep. Ich will direkt mal gucken. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Irrtum. Auch das passiert. Nichtsdestotrotz, kein Aufgeben.
Morgen. Ja, das war mein Check gewesen von der Nacht. Nichts dran. Es war auch dann dreimal so ein kleiner Alarm. Aber das war nur so gerührt und abgehauen. Ja. Nichts dran. Ja. Das war's. Ich werde das hier zwar nur kurz rausschmeißen, aber zusammenpacken. Dann ist das Wochenende vorbei. War schön gewesen, erfolgreich, aber leider. Wir haben es 7 Uhr. Ich habe es ja weggestellt, weil ich heute 10 Uhr spätestens hier losfahren. Ja, wie gesagt, schönes Wochenende gewesen. Wetter hat mitgespielt, kein Regen. Wie ihr seht hier im Hintergrund, blauer Himmel, Sonnenschein. Perfekt, so muss es sein. Es war noch nicht ganz so warm, aber kommt noch. Ja, das war's. Nochmal vielen Dank fürs Zuschalten. Wenn es euch gemacht hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ist auch kostenlos. Ja. Oder bei Matthias an Kanal. Es gibt einen Link. Lost Places ab und zu mal. Wenn man langweilig ist, auch da könnt ihr reinschalten. Schöne Videos. Da lassen. Damit heute raus. Ich packe zusammen. Wenn noch mal ein Fisch dran sein sollte, in der kurzen Zeit, ich mal zuschalten. Aber ich glaube, guck mal. Bis dann. Tschüss.